nur die Bremse nicht funktionieren.
Neyine? O abi kullanıyorum ben burada. Video çekiyorum bir de temizlik yapıyorum. Wasche ich meine Box bei mir. Das nenne ich mal sauber. Ölkohle weg. Freunde, es ist vollbracht. Wir sind kurz davor, den Motor zu starten. Ich habe gerade noch gekämpft mit dem Ölfilter. Ihr glaubt es mir nicht. Vom Baujahr 2008 ist der. Ich denke mal, kurz danach ist er auch eingebaut worden. Und so alt, wie er ist, so fühlte sich die Demontage auch an. Es war einfach nur grauenhaft. Ich wollte mit euch nochmal unter das Auto einmal durchgehen, was alles erledigt wurde.
oder auch erledigt ist. Wir haben hier die Pendelstützen, sind neu, Bremsscheiben, Klötze, die ganzen Träger sind wieder gängig. Wir haben den Bremsschlauch neu. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist entlüften. Das werde ich aber dann in Ruhe morgen machen. Ja, dann haben wir das Getriebe. Falls ihr euch fragt, wie ich das gereinigt habe, ja, da kann ich nur sagen, mit viel Fleiß. Also das war eine Geburt. Ja, ach hier, das Hosenrohr ist neu, ist geschweißt. Auch alles richtig massiv, Freunde. Das habe ich jetzt auch nicht gefilmt, weil die Funken bzw. das ganze Licht könnte der Kamera schaden. Also dieses Blitzen. So, dann habe ich hier, da ist das Motorlager, Getriebelager neu. Das war ja auch ein ziemlich krasses Ding. Hier, ich habe gerade Wasser nachgefüllt, deswegen ist hier Feuchtigkeit. Hier sitzt übrigens dieser sogenannte Ölfilter. Das war die Katastrophe pur. Der ist schon ewig und 3 Tage alt. Ja. Genau, danke. Sami filmt, hilft mir gerade. Danke dir nochmal. Gerne, nicht zu danken. Ja, das ist die Manschette, die haben wir ja gewechselt, auch wie im Video gesehen. Auch vorne die Bremsen, hinten die Bremsen auch neu. Jetzt habe ich natürlich gedacht, scheiße, warum hast du die Reifen drauf gemacht? Aber ich glaube, ich komme an den Entlüftungsnippel trotzdem noch gut dran. Ja, doch, ich komme hier noch dran, dann passt das. Ja, ich bin wirklich ein bisschen, ich habe richtig Akkord jetzt hier reingehauen. Und da liegen alle Teile, die alt sind. Und die Ventildeckeldichtung, Freunde, die war so brachial hart. Hier sieht man nochmal alles in der Summe. Hier haben wir einen Unterdruckschlauch, der zur Unterdruck, zur Kraftstoffregelung geht. Der ist, wenn man auch hier die Haut zurückzieht, den kann ich so zerfleischen. Die Bremsen, die Kupplung, das hatten wir ja gesehen. Hier waren die Anschlagspuffer, die neuen sind auch schon drin. Ne? Guck mal, wie schrumpelig die aussehen, wie du, sagen wir. Maul. Ja, die Ventildeckeldichtung und die mittlere für die Zündkerzenschäfte. Sagt man Schaft? Schafte? Schäfte. Ich glaube, ich würde sagen Schaft, wenn du einen hast. Nee, Zündkerzenschäfte würde man sagen, glaube ich. Einmal in die Kommentare rein, ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall da, wo die Zündkerzen natürlich mit Feuchtigkeit auch unter anderem in Kontakt kämen. Oder mit halt mit Ölresten und man sieht auch, die Zündkerzen sind übelst alt gewesen. Die sind abgesehen von Korrosion, ja, also richtig angelaufen auch. Also da wurde es auch extrem Zeit, dass die gewechselt werden. Die machen wir aber erst rein gleich, wenn ich den Motor ein paar Mal gedreht habe, weil wir, oder ich will sicher gehen, dass im Kolbenraum nichts drin ist. Dann kann er nochmal alles oben über die Zündkerzenschäfte, über den Zündkerzenschacht raushauen. Der Luftfilter hatte sogar einen besonderen Fehler, der war hier geknickt, also der hat er auch nicht, ja, also Luft ohne gefiltert zu werden gezogen. Genau, hier ist noch die Dichtung von unserem Trümmer hinten zum Auspuff. Ja, die Bremsleitung, auch hier die Ermüdungserscheinung, also man sieht, und natürlich ganz schlimm gewesen, die Kuppelgehäuseentlüftung, die ist überall so weich wie keine Ahnung was. Hier das alte Hosenrohr, was ich rausgeholt hatte. Ich meine, hier der Kern drinnen ist noch in Ordnung, aber viele hatten auch von euch geschrieben, tauscht das lieber, ist besser. Ja, es ist auf jeden Fall einiges hier gewechselt. Mein Vater sitzt oben im Auto. Ich hole das Auto jetzt runter. Nee, sag erstmal den Filter. 2019 Öl gewechselt. Ja. Aber den Filter nicht ausgetauscht. Ja, genau. Weil der nicht rausgeht. Das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass er so schwer rausging, war halt auch das Alter. Ne? Also angeblich hat er ja 2018, 19 Ölwechsel bekommen, aber so wie der rausging, oder da hat wirklich ein Azubi oder so gedacht, ich baller den jetzt so voll fester an, dass ich, ja, dass das halt zustande kam. Ist schon eine heftige Hausnummer gewesen. Ich habe da wirklich, der Filter liegt ja da, ich kann dir mal zeigen, Samir. Mhm. Der Filter liegt ja hier, ich habe so drehen müssen, dass ich den komplett eingedrückt habe. Oh, der war schon vorher gedrückt. Der war von 2008. Nein, der war nicht gedrückt. Nein, das war ich. Wie dem auch sei, ist egal. Komm mal rüber. Jo. Ach ja, genau. Ich hatte noch zuletzt Öl. Genau, 1 Liter noch. Also 3,9, 0,5 der Filter. Ich habe jetzt aufgerundet auf knapp 4 Liter, also 100 Milliliter extra. Man hat auch gesehen, dass der Motor ziemlich dunkel ist. Ich werde dem Maler natürlich sagen, dass wir hier mal in relativ überschaubarer Zeit, weil das Öl hat ja auch, ich
Ich benutze hier das 5W30 von Liqui Moly. Das Öl hat ja natürlich auch eine reinigende Wirkung, aber wir werden nochmal on top, weil nachdem ich den Deckel ab hatte, habe ich gesehen, dass sehr viele Verkokungen da sind. Das heißt, hier wurde lange kein Ölwechsel gemacht und immer wieder gefahren. Werden wir nochmal Motorklingen verwenden. Aber dafür lassen wir den jetzt erstmal mit ihm so 2.000, 3.000 Kilometer fahren und danach kommt nochmal ein schönes, frisches Gemisch rein. So, wir haben jetzt keine Zündkerzen drin, Zündkabel, Zündverteilerleiste machen wir mal ab, damit jetzt hier auch keine Funken entstehen. So, ja, dann würde ich sagen, genau, wird hier ein bisschen was rausspritzen. Papa, lass mal den Motor so 5-6 Mal drehen. Wenn die Batterie das noch mitmacht. So. Ja, mach ruhig ein bisschen mehr. Ja, hier kommt alles. Ah. So ein paar von diesen Krümeln. Ja, aber lass mal ruhig laufen. Dann verteilt sich auch das Öl jetzt schön im Filter und so. Alles klar. So, damit haben wir die Sache auch safe, dass da kein Dreck oder so drin ist. Und wir hier noch irgendwelche fremden Dinge in dem Kollegen drin finden. Beziehungsweise der Abgasstrang noch schlucken muss. So, die Zündkerzen, die schraube ich jetzt eben rein. Dann machen wir einen kurzen Cut. Ich baller die jetzt eben rein. So sehen die neuen jetzt aus. Mmh, natürlich ein Unterschied. Und dann machen wir direkt weiter. Bis gleich. Unser Hauptproblem, warum der Motor definitiv geruckelt hat, definitiv. Da brauchen wir gar nicht drüber. Die Schrauben mache ich auch später fest, weil ich muss den ja nochmal rausholen dann. War die Kurbelgehäuseentlüftung. Und hier diesen Schlauch habe ich auch gewechselt. Ja, der war auch, das war der, den ich euch gerade gezeigt hatte auf dem Boden. Der war durch, ja, hier kommt eine Schraube hin, noch keine Angst, das wird alles noch beachtet. So, wir werden jetzt den Motor gleich starten. Machen wir das aber schon mal hier provisorisch dran. Luftfilter lasse ich jetzt auch ab. Mhm. So, da. Kannst du leiser machen? Wir drehen ein Video. Hallo? Warte, soll ich das mit aufnehmen? Warte. Wir drehen ein Video. Nelson! Wir drehen doch Video. Der guckt da, der Rocky. Mach aus, sonst krieg ich Ärger von der Rocky! Oder mach leiser. Nelson! Du sollst leiser, machen. Leiser machen. Ach so. Ja, wegen GEMA. Ja, der Rocky hier. Aber passt eigentlich jetzt zum Motorstart, ne? Er gibt sich Rocky. Also. Er gibt sich Rocky hier. So. Dann würde ich sagen, Papa, wie fühlt sich die Kupplung an, wenn du die drückst? Sehr schwer. Schwer? Das ist gut. Das ist die neue Kupplung. Sehr gut. Okay, Kupplung, können wir aus Acht lassen, Salz ist dran. Ja, dann bitte einmal den Motor starten. Sprit. Ja. Kommt gleich. Ja. Setzen wir die Leiste ab. Alle guten Dinge sind drei. Okay, stopp! Warte, ich guck noch mal. Das hört sich fast schon so an, als ob er gar keine Kompression hat. Aber der dreht auch sehr langsam. Ich glaube, die Batterie ist ein bisschen schwach, ne? Das okay, auch. Ich mal ein bisschen mit. Einen Moment. Nicht das. Nein, wo ist er denn? Na, bin ich denn? Ein bisschen Bremsenreiniger. Bissel Bremsenreiniger. Komm. Nehmen wir den. So, bitte nochmal starten.
Nochmal. Nicht so viel Gas geben. Ich mach das noch. Komm, Baby. Los, 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 los. Nein. Ich glaube, die Batterie ist wirklich schwach, ne? Ja. Papa, was sagt eigentlich die Tankanzeige? Ja, keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Wenn du die Zündung anmachst, musst du ja doch was anzeigen. Ja, jetzt guck ich mal. Ja? Akku ist rot. Tankanzeige. Ja, Tankanzeige zeigt normal. Wie, was heißt normal? Sprit drin oder was? Nein. Ach so, das. Da ist doch keine Licht hier. Ja, da ist noch Benzin drin. Okay. Da ist keine Licht. Das stimmt. Dann mach doch mal Licht an. So. Ja, ist rot, aber ist noch was ja, drin. Ja, ist noch was drin. Zeigt eine Fehlermeldung, ne? Was denn? Temperatur. Irgendwas mit so eine Temperaturanzeige oder so? Hast du vielleicht ein... Warte, jetzt nochmal. Stecker vergessen irgendwo? Nein. Ne? Nochmal starten. Ja, mach mal. Versuch mal. Was machst du denn da? Übertreib doch nicht so. Der hat einen heißen Bleifuß, Papa. Du hast aber so viel Gas gegeben. Hör mal auf, Gas zu geben. Der hat, ist es offen. Einfach nochmal starten. Nochmal starten. Ohne Gas geben. Nochmal. Ich gebe keine Gas jetzt. Ja? Da war einfach so viel Luft drin. Ja. Ja. Jetzt läuft er. Der läuft richtig gut. Guck mal, wie der läuft, Digga. Der läuft richtig gut, ja. Guck mal, wie der läuft, mein Freund. Papa, du kannst aussteigen. Lass laufen. Ja. Ey, der war richtig am Zucken. Guck mal, wie er läuft, Samuel. Halt mal deine heilende Hand drauf. Jetzt geht er aus. Aber da ist so viel Luft drin bei in der Kraftstoffleitung. Hätte ich nicht gedacht. So, Danny, deine fachmännische Beurteilung? Ja, da brennt die Temperaturanzeige. Das kann höchstens sein wie ein Kühlmittel. Ist schon auf Min, deswegen. Ja. Und wie läuft der zufrieden? Keine Ahnung, wie lief der vorher? Wo? Ja, siehst du? Ja. Wo ist der Unterschied? Kannst du dir ein Glas hinstellen? Ja. So, Kaltstartphase vorbei. Jetzt läuft er wieder noch ruhiger. Ja. Boah, die ganzen Mittelchen auf dem Krümmer. Der wird aber echt schnell heiß. Heidewitzka. Ja. Fühl mal hier, fühl mal, wie heiß der wird. Du hier, so bist du. Der läuft uns mal eine Minute. War mit dem Sommer? Nein, danke. Nein, nur hier oben. Der muss doch fahren. Guck mal hier. Guck mal, der läuft noch nicht mal eine Minute. Stimmt. Ja, der ist schon warm, ja. Der was läuft das? Ich hab doch gerade Kühlmittel reingekickt. Okay. Alles gut. Ach so. Ja. Happy End. Ja, Happy End. Ich hab doch gerade Wasser reingekippt. Das lief ja, ja, ist alles gut. Okay. Uch. Erfreuliche Nachrichten, Freunde. Der Wagen geht Montag mit roten Kennzeichen über 5 Ecken zum TÜV. Motor läuft wirklich astrein. Nee, cool. Nichts dran auszusetzen. Regelt ein bisschen blöd nach, aber das kann auch daran liegen, dass wir jetzt nach dem Gas regelt der ein bisschen doof. Alles gut. Das pendelt sich auch noch ein. Ich überleg mal, wie der Wagen vorher lief. Der lief ohne Kurbel, mit so einem fetten Loch
in der Ansaugung. Er muss erstmal wieder klarkommen auf sein Leben. Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, euer Mr. Do It. Bis zum. Jetzt habe ich schon bei meinem Namen verpackt. Wir sehen uns. Danke dir. Ciao.